Ausstattungsraum, muss ich sagen. Wunderbares Licht. Man kann sich gut sehen. Ich bleibe hier und gebe hier an die Kanzel. Ich habe ein paar Anmerkungen eigentlich zusammengestellt zum Thema Sanktionen. Sanktionen sind heute ein integraler Bestandteil der deutschen und europäischen und US-amerikanischen Außenpolitik. Ich empfehle dazu auch mal, wenn Sie sich da näher für interessieren, einen Blick auch auf die Seite der Regierungsnahen Stiftung in Berlin. Wissenschaft und Politik, vielen Dank. Genau, es gibt so viele Thinktanks. Wissenschaft und Politik ist ja sozusagen von der Bundesregierung finanziert. Und die haben sich auch ganz ausführlich zum Thema Sanktionen geäußert. Das heißt, es ist ein integraler Bestandteil der deutschen Außenpolitik. Sie haben aber erhebliche Auswirkungen. Und man muss sagen, sie werden so exzessiv geradezu eingesetzt, dass natürlich auch der Bumerang-Effekt eintritt. Also das heißt, die Sanktionen treffen letztendlich auch die Länder, von denen sie ausgehen. Aber da es im Wesentlichen reiche Staaten sind, die westlichen reichen Staaten, die diese Sanktionen als einseitige Maßnahme einsetzen, merken die Gesellschaften das nicht so sehr, wie zum Beispiel auch hier in Deutschland. Aber eigentlich sind Sanktionen eben auch ein Teil der UN-Charta. Also es gibt Sanktionen seit Menschengedenken, kann man sagen. Früher nannte man das Belagerung von Städten. Häfen wurden abgeschlossen, damit der Handel nicht betrieben werden konnte. Es waren sehr offene, direkte Maßnahmen von verfeindeten Staaten. Auch die Hansa hat das zum Beispiel eingesetzt, indem sie also niederländische Häfen blockierte, damit bestimmte Güter nicht da angelandet werden konnten, sondern in die Hansehäfen. Also es ist ein altes Mittel, um einen anderen Staat eben halt auch unter Druck zu setzen. In der heutigen Zeit, darum geht es, wie sich das heute eigentlich auswirkt. Wir haben ja im Augenblick eine große Debatte über Sanktionen, insbesondere in Richtung Russland. Und der hohe Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Herr Borrell, hat vor wenigen Tagen bei der Vorstellung des 10. Sanktionspakets gegen Russland gesagt, Sanktionen sind ein langsam wirkendes Gift wie Arsen. Es dauert, bis sie ihre Wirkung entfalten, aber sie wirken in unumkehrbarer Weise. So viel zu denen, die sagen, dass Sanktionen nur ganz gezielt eingesetzt werden und nicht ganze Gesellschaften. Das Ziel von Wirtschaftssanktionen ist, dass sie Einfluss nehmen sollen auf das Verhalten anderer Staaten und diese Maßnahmen sollen zu wirtschaftlichen Nachteilen der anderen Staaten führen, damit die ihr Verhalten ändern. Es ist eine Zwangsmaßnahme. Im Englischen coercive measure. Ist es etwas deutlicher, es ist eine Zwangsmaßnahme, um nicht zu sagen, vielleicht sogar eine Unterwerfungsmaßnahme. Und in dem Zusammenhang möchte ich nochmal erwähnen, dass sie im Augenblick oder seit vielen Jahren eigentlich schon vor allen Dingen von reichen Staaten, westlichen Staaten, eingesetzt werden gegen ärmere Staaten, zum Beispiel auch Entwicklungsländer, die überhaupt nicht eine solche wirtschaftliche Grundlage haben, um sich da auch zu schützen gegen solche Maßnahmen. Die Frage ist, sind solche Maßnahmen, solche Wirtschaftssanktionen oder Sanktionen dieser Art völkerrechtskonform oder sind sie völkerrechtswidrig? Es gibt völkerrechtskonforme Wirtschaftssanktionen. Ich habe das hier jetzt nochmal so aufgelistet und Sie finden das auch in dem Papier, was verteilt worden ist. Kollektive Wirtschaftssanktionen werden durch den UN-Sicherheitsrat bei einer Bedrohung des Weltfriedens
im Sinne des Artikels 39 der UN-Charta angeordnet. Ich empfehle Ihnen auch mal, die UN-Charta sich durchzulesen, weil unsere Außenministerin im Augenblick beruft sich ja permanent auf die UN-Charta. Aber wenn man genau liest, dann ist dieses Kapitel über diese Zwangsmaßnahmen besteht aus, es geht von Artikel 39 bis 51, und der Artikel, der Sanktionen sozusagen rechtfertigt, ist der Artikel 41, und davor die Artikel besagen, dass man, bevor eine solche Maßnahme ergriffen werden kann, muss der Sicherheitsrat erstmal feststellen, dass wirklich der Weltfrieden auch bedroht ist. Es muss eine Entscheidung des Sicherheitsrates geben. Und dann soll erstmal verhandelt werden und nach anderen Möglichkeiten gesucht werden. Das ist ja das Interessante an der UN-Charta, dass eben halt immer nach Dialog und Verhandlungen gestrebt wird, um Kriege zu vermeiden. Also, im Sinne des Artikel 39 kann der UN-Sicherheitsrat Sanktionen verhängen und die sind dann völkerrechtskonform. Es gibt auch unilaterale Maßnahmen von einzelnen Staaten gegen andere Staaten. Es gibt gemeinschaftliche Maßnahmen, die dann von Staatengemeinschaften wie zum Beispiel der Europäischen Union ausgehen. Und die Europäische Union hat sich dafür extra ein juristisches Regelwerk geschaffen. Den Vertrag über die Arbeitsweise der EU in Bezug auf die Außenpolitik. Es ist ein sehr kompliziertes, ein sehr komplizierter Vertrag, aber wenn man in das Detail gehen will, muss man sich das eben halt auch ansehen. Und man kann feststellen, dass die Europäische Union eben um Sanktionen zu rechtfertigen, auch vor den eigenen Bürgern der einzelnen EU-Staaten, sich eben halt wirklich ein solches Regelwerk gegeben hat. Das entspricht aber nicht der UN-Charta. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Deswegen finde ich das auch wichtig bei der Frage, wie man nun diese Sanktionen einordnen soll. Völkerrechtswidrige Wirtschaftssanktionen verstoßen insbesondere gegen das Gewaltverbot der UN-Charta und gegen das Interventionsverbot der UN-Charta und ohne die Ermächtigung des UN-Sicherheitsrats dürfen Zwangsmaßnahmen nicht ergriffen werden. Das heißt, die UN-Charta und die Entscheidung des Sicherheitsrates stehen in diesem Sinne, in der Interpretation auch über einem solchen Regelwerk wie zum Beispiel der Europäischen Union. Die Europäische Union sieht das anders. Und wenn Sie die Bundesregierung fragen, dann sagt die Bundesregierung so wie immer, wir verhalten uns so, wie Brüssel das festlegt. Ja, also es ist sozusagen, ja, es ist sehr schwierig, die Bundesregierung auch mit dieser Frage, völkerrechtswidrig oder völkerrechtskonform zu konfrontieren. Der UN-Sicherheitsrat selber hat seit 1968 insgesamt 30 Mal ein Sanktionsregime gegen Staaten verhängt. 30 Mal. Von 68 bis 2022 letztes Jahr. Und zwischen 1992 bis letztes Jahr hat der Sicherheitsrat nur 14 aktive Sanktionsregime gehabt. Also das heißt, von diesen 30 Sanktionsregimen gegen verschiedene Staaten sind letztendlich, die sind auch wieder ausgesetzt und aufgehoben worden, 14 sind in Kraft. Und was besonders wichtig ist, ist, dass seit 2004 keine umfassenden Sanktionen mehr verhängt werden gegen Staaten. Das Beispiel Irak oder auch Jugoslawien, beide Staaten waren in den 90er Jahren enormen Sanktionen unterworfen, auch seitens des Sicherheitsrates. Und das hat eben zu schweren Schäden der Gesellschaft, der Wirtschaft geführt und es gab sehr, sehr viele Proteste. Und viele UN-Diplomaten sind zurückgetreten deswegen.
Und die Diskussion hat dann dazu geführt, dass der Sicherheitsrat gesagt hat, wir verhängen diese Art von Sanktionen nicht mehr, sondern sie werden gegen bestimmte Einzelpersonen verhängt, gegen Organisationen, bewaffnete Gruppen zum Beispiel oder auch gegen Unternehmen. Das hängt dann meistens eigentlich mit Waffenlieferungen zusammen, die illegale Waffenlieferungen. Diese Diskussion, die es in den 90er Jahren um die Sanktionen gegeben hat, die haben sehr viele Ängste hervorgebracht. Und es gab eben halt doch sehr, sehr viele Stimmen international, die sich dafür ausgesprochen haben, dass diese Sanktionen, diese Wirtschaftssanktionen, die umfassenden gegen ein Land, nicht aufrechterhalten sein sollten. Sie gerieten wegen ihrer teilweise verheerenden Folgen für die Zivilbevölkerung in die Kritik. Und der ehemalige UN-Diplomat Hans von Sponeck, der Ihnen vielleicht auch bekannt ist, der leitet ja 1998 dieses Öl für Nahrungsmittel, dieses Programm der UNO, womit sie versucht hat, die von ihr selber verhängten Sanktionen gegen den Irak abzufedern. Aber er trat, wie sein Vorgänger Dennis Halliday, trat auch Hans von Sponeck zurück aus Protest gegen die Folgen dieser Sicherheitsratsentscheidung und dieser Sanktionspolitik. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch erinnern an diese Außenministerin der Vereinigten Staaten damals, Madeleine Albright, die ja diese bekannte Aussage gemacht hat, auf die Frage hin, wir haben gehört, also von einer Journalistin, wir haben gehört, dass eine halbe Million Kinder sind gestorben aufgrund dieser Sanktionen. War es das wert? Und da hat sie gesagt, ich glaube, es war eine harte Entscheidung, aber der Preis, ja, den war es wert. Unsere Annalena Baerbock, Außenministerin, hat ja kürzlich, ich glaube, sie ist verstorben, Frau Madeleine Albright, hat sie gesagt, ich stehe auf ihren Schultern. Das sollte man auch nicht vergessen, auf wessen Schultern, meinst du, sofort. Die Europäische Union, die Europäische Kommission oder auch Deutschland haben derzeit 44 multilaterale Sanktionsregime verhängt gegen verschiedene Staaten. Die gehen von Afghanistan über die Zentralafrikanische Republik, über Guinea-Bissau, Haiti, Iran, Irak bis hin zu Venezuela, Jemen und Simbabwe. Jemen ist ein Land, das sich im Krieg befindet. Ja. Haiti ist ein ganz armes Land und trotzdem sind diese Länder Sanktionen unterworfen. Wenn man diese einzelnen Staaten durchgeht, Sudan, Südsudan, Syrien, das alles ist eben halt, es sind teilweise Entwicklungsstaaten und die sollten schon mal gerade ausgenommen sein von wirtschaftlichen Strafmaßnahmen. Aber der aktuelle Finanzminister, Herr Lindner, hat gesagt, Sanktionen müssen verhängt werden, um das Völkerrecht durchzusetzen. Also das ist von seiner Facebook-Seite kopiert. Es ist blau-gelb für die Ukraine und dann dieses Pink, man kann es nicht so richtig gut lesen. Er sagt, wir tun alles, was in unserer Macht steht, um mit den Mitteln des Rechts das System Putin politisch, wirtschaftlich und finanziell zu isolieren. Wir arbeiten an weiteren Sanktionen, um das Völkerrecht durchzusetzen. Also die Sprache, die benutzt wird, ist auch sehr verwirrend, muss man sagen. Ja, für viele Leute, die sich jetzt auch nicht politisch mit diesen Dingen beschäftigen. Die Wirtschaftssanktionen gegen Russland sind übernommen worden gegen aus von den USA, von der EU und die Schweiz als neutrales Land. Hat diese Sanktionen tatsächlich übernommen, was zu viel Protest innerhalb der Schweiz geführt hat. Sie haben 60%
von Währungsreserven der russischen Zentralbank eingefroren. Das heißt, wenn ein Land Handel treibt, wird es in einer internationalen Währung gemacht. Dafür braucht man im Allgemeinen US-Dollar oder auch Euro. Und andere Staaten haben eben halt über ihre Zentralbank, das sind meistens Gelder von Unternehmen, nicht unbedingt staatliche Gelder, werden im Ausland geparkt sozusagen, um Handel zu betreiben, wenn zum Beispiel Getreide gekauft werden soll oder Zucker oder Medikamente oder Rohstoffe irgendeiner Art, die das Land importieren muss, dann braucht es, um auf dem Markt das einkaufen zu können, auf dem internationalen Markt, eine Auslandswährung, also Euro oder Dollar. Und davon haben die von 630 Milliarden US-Dollar der russischen Zentralbank, haben sie 60% eingefroren. Und wie gesagt, innerhalb eines Jahres hat die EU 10 sogenannte Sanktionspakete beschlossen. Dazu gehören übrigens auch Medien, die nennt man Propagandisten in dieser Erklärung der Sanktionen. Dazu gehören Unternehmen natürlich, dazu gehören also Mitglieder der Regierung. Alles ist genau aufgelistet und Sie finden auf diesem Zettel, wenn Sie das mal interessiert, zu sehen, wer da alles dazugehört, da ist ein Link hin zu den EU-Webseiten, wo alles schön aufgeschrieben ist, namentlich und wann die Sanktionen verhängt wurden und warum. Und unter Berücksichtigung früherer Sanktionen gegen Einzelpersonen in Russland, die nach der Annexion der Krim 2014 verhängt wurden, hat die EU insgesamt 1386 Einzelpersonen und 171 Organisationen in Russland mit Sanktionen belegt. Diese Sanktionen kosten natürlich einen Preis, auch bei denen, die die Sanktionen verhängen, also bei den Ländern, die betroffen sind. Sie können zum Beispiel keine Ersatzteile mehr kaufen. Es gibt ein ganz bürokratisches Regelwerk, um irgendetwas einzukaufen, um eine Maschine zu reparieren, Medikamente, Rohstoffe für Medikamente. Also es sind sehr viele Dinge davon betroffen. Aber es wirkt sich auch auf die Gesellschaft aus, die in dem Land lebt, das die Sanktionen verhängt. Das ist hier ein Bumerang. Inflation, Arbeitslosigkeit, steigende Preise. Und das Statistische Bundesamt hat hier eine Umfrage gemacht, ob die Menschen in der EU eigentlich bereit sind, dieses Opfer zu bringen, als Folge der Sanktionen gegen Russland. Und das ist ganz interessant, weil zum Beispiel in Bezug auf die Lebensmittelpreise sind die Menschen mehrheitlich nicht bereit, diese Sanktionen zu tragen, wenn ihre eigenen Lebensmittel immer teurer werden. 30% sind nicht dazu bereit und 29% sind überhaupt nicht dazu bereit. Also viele machen sich auch gar nicht klar, was das für sie selber bedeuten kann. Und bei den steigenden Energiepreisen, die Diskussion hatten wir ja auch in den Medien, sieht es ähnlich aus, also dass die meisten nicht oder gar nicht bereit sind, aber doch immer noch eine ganze Reihe von Menschen sind bereit, das alles zu bezahlen. Es geht zum Beispiel, wurde die Frage gestellt, hat die Verteidigung europäischer Werte Vorrang vor steigenden Lebenshaltungskosten? Haben Sie sich das schon mal gefragt? Die Verteidigung der europäischen Werte, also da dürfte man ja mal fragen, welche Werte sind das jetzt genau? Nochmal. Es gibt eben diese Umfragen, zeigen vor allen Dingen, dass die Regierung oder diejenigen, die diese Maßnahmen ergreifen, sich vergewissern wollen, ob die Leute noch mitgehen. Gehen sie da noch mit oder werden sie jetzt protestieren? Es gibt ja schon viele Leute. Wir haben zum Beispiel in Deutschland diese Situation, dass in Ostdeutschland viel mehr Leute gegen die Sanktionen auf die Straße gehen als in Westdeutschland. Wenn man mal diese alte Teilung wieder aufrechterhält, die ja leider bis heute im großen Teil immer noch vorhanden ist. Ja. Also das heißt, Kleinunternehmen
sind in einem sehr viel größeren Maße von dieser Inflation und von der Teuerung betroffen. Vor allen Dingen, haben Sie vielleicht gehört, Bäcker, die Brötchen backen, die haben das Dreifache von Energie zu zahlen jetzt. Und sie haben natürlich Angst, dass sie irgendwie ihren Betrieb, ob sie den überhaupt aufrechterhalten können oder nicht. Hier hat jemand so mal eine Karikatur gemacht. Ich finde das immer ganz schön, wenn man zwischendurch mal so eine Karikatur sieht. Also über Gegensanktionen, da sitzt also die Kommission an einem runden Tisch und jemand sagt, Russland beantwortet die Sanktionen mit Gegensanktionen. Da konnte ja niemand mit rechnen, sagt einer. Und ja, unverschämt, richtige Sanktionen, nein, wirklich, warum denn wir? Unfassbar. Also als ob sie nicht wüssten, dass diese Maßnahmen mit sich bringen. Aber das Problem ist tatsächlich, und da will ich auch mal die Medien ins Spiel bringen, sie berichten nicht genug. Viele Menschen sind sich nicht darüber im Klaren, was eben halt jenseits von der Gefahr, die heute Morgen viel gesprochen wurde und die ja auch so wichtig ist, Waffen, 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 ja. Aber auch, was es im Alltag bedeutet, für Menschen, die hier schon wenig verdienen, also hier hängt etwas Soziales. Also es geht, Frieden ist nicht nur ein Frieden, der ohne Waffen gemacht werden muss, sondern es ist auch ein Frieden, der die Menschen in ihrem sozialen Umfeld, in ihrem Alltag sichert. Ja? Und das ist etwas, wovor wahrscheinlich die Regierung sehr viel Angst haben, wenn das tatsächlich sichtbar bricht, als Folge dieser Politik, die sie gerade machen. Wir hatten ja unmittelbar nach dem Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine schon Proteste. Hier ist ein Foto von einer Demonstration in München. Da wird zum Beispiel gefordert, Ausschluss aus SWIFT, das ist dieses Geldtransfersystem, ja. Ende von Nord Stream 2, Stopp Putin. Also das ist eine Parole, die das ganze Jahr über immer wieder im Vordergrund stand und die natürlich dazu beiträgt, dass Maßnahmen wie die Sanktionen, die von der Europäischen Union verhängt werden und die Länder machen mit, die EU-Länder. Dafür braucht man solche Forderungen auf Demonstrationen, um das auch zu rechtfertigen. Und Sie wissen, dass die Pipelines in der Ostsee beide sabotiert wurden und eine riesige Explosion ausgelöst haben. Natürlich diejenigen, die gesagt haben, Nord Stream 2 darf nicht gebaut werden, ich will das jetzt nicht ausweiten. Es gibt Zitate von der US-Regierung, von Biden, von Victoria Nuland, Sicherheitsstaatssekretärin, und auch von Außenminister Clinton, die also sagen, ich freue mich darüber, dass diese Pipelines jetzt ein Haufen Schrott am Meeresgrund sind. Das hat die Victoria Nuland gesagt. Also es ist festgehalten. Es ist ein Wirtschaftskrieg, der geführt wird, und er wirkt sich auch aus auf eine Verbündete der USA. Die USA gibt ein paar Rolle vor und Europa muss sozusagen folgen, weil Europa ist ja nun der Nachbar der Ukraine, aber real geht es darum, und ich glaube, das ist wichtig, sich auch immer wieder klar zu machen. Die Kooperation und Freundschaft mit Russland sieht man in Washington nicht gern. Und zwar nicht erst jetzt, sondern seit dem Zweiten Weltkrieg. Dazu empfehle ich übrigens auch eine Serie, die kürzlich in der ARD gezeigt wurde. Bonn, ich weiß nicht, ob jemand das gesehen hat. Jemand hat mich darauf aufmerksam gemacht, als ich jetzt zurückkam. Alte Feinde, neue Freunde, es geht um die Organisation Gehlen und den Versuch Deutschlands, einen Friedensvertrag zu bekommen und einen neu gegründeten Verfassungsschutz und den letztendlich gescheiterten Versuch, Deutschland insgesamt wieder zusammenzubringen. Ich empfehle, das heißt Bonn, das ist in der ARD-Mediathek. Bonn. Alte Feinde, neue Freunde.
Die Befürworter von Wirtschaftssanktionen sind nicht nur in der aktuellen Regierung, sondern schon vorher bei Bündnis 90 die Grünen sehr prominent vertreten gewesen. Sie haben sogar im vergangenen Jahr ein Sanktionsdurchsetzungsgesetz im Bundestag eingebracht. Und dieses Gesetz wurde im Dezember vom Bundestag verabschiedet. Und der Bundesrat hat auch zugestimmt. Ich vermute, Ihnen ging es so wie mir, Sie haben es gar nicht mitgekriegt, weil unsere Medien darüber ja auch nicht berichten. Und die Debatten, die dazu im Bundestag stattfinden, ich vermute mal, dass viele der Abgeordneten, die da abstimmen, auch nicht wirklich wissen, worüber sie abstimmen. Es ist nämlich eine außerordentlich komplizierte Sache und man muss sich auch mit dem Völkerrecht beschäftigen, wenn man zu solchen Maßnahmen greift. Zu den Befürwortern gehört auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung und große Teile der Linken. Die Luxemburg-Stiftung hatte kürzlich ein Seminar in Berlin. Da ging es darum, Sanktionen den Palästen, Solidarität in Hütten. Na, wer würde denn da schon widersprechen wollen? Und dann geht es weiter. Von den Syrien-Sanktionen für Russland und Iran lernen. Die Kritik, die es an den Sanktionen gegen Syrien gibt, und die sind lang, ich habe auch schon sehr viel darüber geschrieben, diese Kritik soll ausgewertet werden, damit man es dann bei den Sanktionen gegen Russland und Iran besser macht. Wir als friedenspolitisch engagierte Zivilgesellschaft wollen Straflosigkeit nicht hinnehmen, richtig, und müssen dringend differenziert über das Instrument Sanktionen sprechen. Aber die Sanktionen werden nicht in Frage gestellt als Mittel der Politik. Formen von Sanktionen als Alternative zu Waffenlieferungen und Militäreinsatz. Und dann ist es eben besser, anstatt dass man Waffen liefert oder dass man in ein Land einmarschiert, dass man Sanktionen verhängt. Das ist wahrscheinlich etwas, wo wir ganz gut auch drüber diskutieren können. Die UNO selber hat nach diesen schweren Folgen, die die Sanktionen im Irak und in Jugoslawien hatten, gesellschaftliche Folgen, hat die UNO eine Debatte innerhalb der Strukturen losgetreten und das Ergebnis war, dass ein Amt geschaffen wurde, des Sonderberichterstatters oder der Sonderberichterstatterin für die Auswirkungen einseitiger Strafmaßnahmen auf die Bevölkerung der betroffenen Länder. Alena Duran ist Professorin für internationales Recht. Sie ist jetzt aktuell diese Sonderberichterstatterin und sie war im vergangenen Jahr unter anderem im Iran. Gegen das Land gibt es seit 40 Jahren eine Sanktion. Und in Syrien. Gegen Syrien gibt es seit 2011 Sanktionen. Also die Amerikaner haben es vorher schon sanktioniert, aber von der Europäischen Union. Und dieses Bild fand ich sehr interessant, das ist die Pressekonferenz von ihr in Teheran. Und wenn man sich diese vielen Mikrofone anguckt, vor denen sie sitzt, das sind alles arabische, asiatische, lateinamerikanische, afrikanische Mikrofone. Nichts aus Europa. Ja. Nicht nur, weil es Teheran ist, wir haben ja durchaus deutsche Berichterstatter oder französische Berichterstatter im Iran. Ihre Expertise, Ihre Untersuchung spielen keine Rolle in dieser Politik in Europa. Sie ist Ihnen lästig. Und ich habe das gemerkt, als ich jetzt nach dem Erdbeben in Syrien und in der Türkei hatte ich als Journalistin kann man das machen, eine Frage gestellt an das Auswärtige Amt, ob sie bereit wären, die Sanktionen wenigstens vorübergehend auszusetzen, damit Hilfslieferungen leichter in vor allem nach Syrien gelangen können. Und ich habe verwiesen auf was sie, also auf diesen Bericht von Alena Duran aus Syrien. Und die Antwort des Auswärtigen Amtes hat so deutlich gemacht, dass man ihre Position und sie als Person überhaupt nicht ernst nimmt.
Man geht sogar so weit, sie ist aus Belarus, dass man sagt, dass nicht das Auswärtige Amt, aber andere sagen, naja, die kommt ja aus Belarus, da ist ja klar, was sie sagt. Ja. Also dieses Amt hat es außerordentlich schwer, aber man muss daran erinnern, dass es 2014 vom UN-Menschenrechtsrat, diese Resolution 2721 gab, mit der dieses Mandat eingerichtet wurde als Folge dieser schweren Erfahrung, die die Menschen im Irak und in Jugoslawien gemacht haben unter Sanktionen. Und dass das Ziel halt ist, die Auswirkungen von einseitigen wirtschaftlichen Strafmaßnahmen zu untersuchen. Und diese Resolution besagt auch, dass einseitige Zwangsmaßnahmen und Praktiken solcher Maßnahmen im Widerspruch stehen zum Völkerrecht, im Widerspruch stehen zum humanitären Völkerrecht und zur UN-Charta. Und sie sind im Widerspruch zu den Normen und Grundsätzen, die die friedlichen Beziehungen zwischen den Staaten regeln. Das steht in dieser Resolution und insofern hat diese Sonderberichterstatterin ein sehr klares Mandat. Die Maßnahmen von einseitigen wirtschaftlichen Strafmaßnahmen können langfristig zu sozialen Problemen führen und humanitäre Bedenken in den betroffenen Staaten hervorrufen. Das ist die Sprache der Resolution. Und das Mandat der Sonderberichterstattung soll dazu beitragen, dass gegenseitiger Respekt und friedliche Streitbeilegung gewährleistet wird. Und ich finde, das wird in Ihren Berichten sehr deutlich. Sie hat, als sie jetzt im November in Syrien war, war sie 11 Tage da. Sie hat in diesen 11 Tagen über 80 Treffen gehabt mit Hilfsorganisationen, internationalen, mit syrischen Hilfsorganisationen, mit der UNO, mit dem IKRK, mit Vertretern der Regierung, mit der Bevölkerung, mit Leuten von den Kirchen und von den Moscheen. Also wirklich rund um die Uhr treffen. Und hier in Berlin sagt man nur, wir wissen gar nicht, wie sie das erarbeitet hat und mit wem sie sich getroffen hat. Ich denke, so ein Amt ist wichtig. Man sollte auch wissen, dass es das gibt. Und ich will das jetzt zum Schluss nur noch sagen. Ich war im Irak vor dem Krieg und nach dem Krieg, von 2000 bis 2005, und habe dort über die Situation der Menschen unter Sanktionen berichtet. Und jetzt in Syrien erlebe ich seit 2011, welche Auswirkungen diese Sanktionen haben auf die Zivilgesellschaft, im medizinischen Bereich, im Bildungsbereich, im Transportsektor, in der Agrarwirtschaft. Und das hier sind zwei Bauern, die Pistazien anbauen. Und sie konnten lange ihre Felder nicht bestellen, weil Krieg war. Und als sie wieder angefangen haben, fehlte ihnen Dünger und fehlte ihnen Material, um die beschädigten Bäume wieder voranzubringen. Und ich saß mit ihnen und habe ein Interview gemacht und sie haben gesagt, sagen Sie bitte Frau Merkel und sagen Sie der deutschen Bevölkerung, dass die Sanktionen aufgehoben werden sollen. Und der eine hat geweint dabei. Solche Sachen mögen sich die Medien hier nicht anhören und sie veröffentlichen und die Politiker schon mal gar nicht. Aber die Menschen dort in der Region und in den Ländern, die unter Sanktionen sind, sie haben genauso ein Recht auf ein gutes Leben wie hier in Europa. Und hier muss man Druck kämpfen und da auch. Vielen Dank.